Ja, hi, lieber Joel. Hey, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für das heutige Kafka-Interview. Möchte dich ganz herzlich begrüßen bei Filmtoast. Und ja, hey, wie geht es dir jetzt nach dieser Drehzeit? Was ist so deine Sicht vor Kafka, vor der ganzen Drehzeit und danach? Wie würdest du das beschreiben? Tachchen erstmal und ja, auf jeden Fall eine ganz andere. Also, das war davor eine doch sehr, sehr, ich würde sagen, ich nenne es heute die Klischee-Version, die man von ihm hat, und hatte dann doch die Möglichkeit, da ein bisschen tiefer in sein Leben einzutauchen und sehe den Menschen jetzt ein bisschen mehrdimensionaler, als ich das vorher gesehen habe. Ja, was würdest du, welche Punkte sind die, die dich zum Beispiel erschrocken haben oder auch besonders überrascht haben? Also erschreckend ist eigentlich alles, aber im Guten. Und wirklich, wirklich Schönes sind Sachen wie, er kam sehr gut mit Kindern, er hat es geliebt, wenn Kids irgendwie wie da waren, also von seinen Schwestern, die Kinder, hat er rumgeblödelt. Er war ein auch lustiger Mensch, der einen gewissen Humor hatte. Was man irgendwie, oder was sehr oft verloren ging, fand ich, wenn man irgendwie Menschen über Kafka reden hat hören. Und ja, das war auf jeden Fall was ich lernen musste, und seine ganzen Freundschaften, sein ganzes soziales Umfeld, was mir gar nicht präsent war. Also für mich war das ein einsamer Autor, der zu Hause düsteres Zeug schreibt. Ich finde, du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich fand, Kafka war eigentlich immer so eine düstere Person, aber du hast ihm so was Kindliches verliehen auch. Würdest du sagen, er hatte auch so ein bisschen einen kindlichen Glauben? Auf jeden Fall, beziehungsweise dass er nicht viel von Erwachsenen hielt, beziehungsweise das, was man Erwachsen nennt, das fand er sehr unvernünftig, und er hat sehr viel Vernunft in kindlichen oder ja in Kindern gesehen, in dem Verhalten, das Kinder haben. Würdest du sagen, er hat so ein bisschen an diesem Peter Pan-Syndrom gelitten, dass er nicht erwachsen werden wollte? Weiß nicht, ob man das so krass sagen kann, aber dass er gewisse Erwartungen, die man auch zu diesen Zeiten an einen Mann in gewissem Alter hatte, nicht erfüllen wollte, sei das heiraten, Vater werden, ein Job, der zwar okay ist, aber irgendwie jetzt auch für den Rest deines Lebens der gleiche bleibt. Ich rede von der Versicherung natürlich und nicht vom Schreiben. Da sieht man auf jeden Fall ein gewisser Drang eher nach Freiheit, würde ich sagen, als nach ich will nicht erwachsen werden und nach anderen Konventionen, beziehungsweise sich aus den Konventionen raus loslösen zu wollen. Und das auch sehr konsequent. Das hat er auch dann konsequent durchgezogen. Ich finde das sehr polarisieren. Also ich finde, du hast ihn sehr gut dargestellt. Einerseits dieses kindliche, aber auch dieses unglaubliche Talent im Schreiben. Wie würdest du das vereinbaren? Also wie, ich meine, ist da auch so ein innerer Verriss von der Figur? Wie kann man das irgendwie fassen? Und du auch als Schauspieler? Ich glaube, was essentiell ist, oder was mir vor allem nochmal bewusst wurde, was für eine unglaubliche Beobachtungsgabe Kafka besitzt und wie er mit der durchs Leben geht. Also das ist ja nichts, was du anhast und ausziehst, sondern er beobachtet, wie er beobachtet. Und wenn man so das mal irgendwie als Grundsatz, glaube ich, noch sich irgendwie verinnerlicht, dann macht sehr viel mehr Sinn, wenn man einfach, ja, es gibt Sehen oder es gibt Beobachten. Und Kafka beobachtet 24/7, was nicht immer nur Segen ist. Es war ganz spannend. Es gab ja auch diesen Satz, oder? Er sagt nie etwas, wie irgendjemand es sagen würde. Und das ist mir so geblieben, oder? Das ist ein schöner Satz und finde ich auch sehr, sehr treffend. Aber er war einfach so. Er war nicht irgendwie der, der sagt, oh, ich muss das jetzt nur, weil alle es anders machen, muss ich jetzt gegen den Nee. Strom. Er war Nee. einfach so.
Genau. Was würdest du sagen, was hast du so von Kafka gelernt? Viel Geduld beim Kauen. Lächerlich, ja, darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich bin immer noch kein Freund der Bürokratie, aber ich habe gelernt, dass es sich nicht lohnt. Also, dass es, man kann gegen sie kämpfen, aber dann muss man das auf eine, ich sage nicht kafkaeske, sondern auf eine kafkasche Art machen. Und die ist sehr genial. Und ja, Ruhe bewahren. Also Kafka war jetzt keiner, der impulsiv war oder also impulsiv im Sinne von aggressiv impulsiv. Der hatte ein impulsives Verhalten, dass er plötzlich die Richtung wechselt oder von 100 auf 0 entscheidet, das ist jetzt schlecht oder gut. Aber da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Also der hat eine unglaubliche Ruhe in sich gehabt. Trotz Spannend, den weil 1000 Bienen in seinem Kopf, sage ich ja mal. eben, es ist ja schon echt so auch teilweise so, ja, düster oder hoffnungslos kam es mir auch oft vor. Und was würdest du sagen, was hat denn Kafka so angetrieben? Angetrieben, ich Oder was denke, waren so, hat er an irgendwas geglaubt oder war er einfach immer von Moment zu na, ich Moment? denke, das war auch wieder seine Lust, seine Wissenslust, seine, ja, fast schon, also er hat nach irgendwas hat er gesucht, wie wir das, behaupte ich, glaube ich, alle tun. Und seine unglaubliche Hunger am liebsten hätte er alles gewusst. Ich glaube, Kafka wäre jemand, den man in der Bibliothek im Vatikan ein Jahr lang hätte alleine lassen können und er wäre noch nicht hochgekommen. Und das war ein Riesenantrieb von ihm, dass er eben auch geschafft hat, durch seine Beobachtung, sag ich, etwas so perfekt zu umschreiben, dass du es liest und sagst, so fühlt sich das an, das Gefühl der Hilflosigkeit, wenn die Staatsmacht kommt, oder das ist das Gefühl der Hilflosigkeit, auch in kleineren Situationen, die du auf kleine Momente in deinem Leben übersetzen kannst. Es muss ja nicht immer gleich die Zwangsräumung oder der Mordverdacht sein, wo du Ohnmacht verspüren könntest gegenüber etwas Höherem. Und das, glaube ich, ist wirklich einfach seiner Lust zu wissen und zu beobachten, zu verschulden. Wie, wenn du Kafka jetzt liest, wie liest du Kafka? Also. Ich meine, er ist immer noch ein Mysterium. Es ist jetzt nicht, dass ich Spannend, ja. die Lösung habe oder irgendwie plötzlich endlich alle Ebenen kapiere. Aber es ist mir einfach vertrauter. Es ist, ich fühle mich jetzt eher wie jemand, der irgendwas in seinem Studium mit Kafka zu tun hatte. Und zwar nicht nur für eine Woche. Ja, das ist schön. Wie hast du dich so als Schauspieler so an ihn, an jemanden so, der so, ja, polarisiert oder einfach jemand, der so speziell ist, herangemacht? Also in erster Linie war es auf jeden Fall mal die Fakten, die es gibt, die wenigen, wo geboren, wo aufgewachsen, was waren das für Umstände, was für eine Familie bist du groß geworden, halt mal alle wortwörtlich schwarz-weiß Fakten, die es noch irgendwie gibt und gab. Da war auch Rainer Stach, der Biograf, ich nenne ihn den Chefbiografen Kafkas, auf dessen Biografien die Serie auch beruht, beziehungsweise die Drehbücher. Der war auf jeden Fall ein wichtiger, so mein zweites Internet. Dazu natürlich auch Kehlmann und Schalko. Und dann habe ich mich mit einem Coach und aber auch mit einem ehemaligen Lehrer, der mit mir wirklich Recherche betrieben hat. Also gelesen hat natürlich auch für mich und mit mir. Und ich mich auf anderes konzentrieren konnte. Und man sich irgendwie 2 bis 5 Mal die Woche getroffen hat, über ein Jahr lang und geredet und überlegt hat und Aber nachgedacht und da nochmal irgendwie gemerkt hat, okay, vielleicht sollte man doch mal noch in die Richtung schauen, weil wenn er das Buch zitiert, dann hat er das bestimmt im Studium schon gelernt und. Also von Ermittlungsarbeit über
über reine Spekulation. Und ja, und dann habe ich mir da so ein Gemisch zusammengemischelt, irgendwie aus all diesen Sachen, die ich toll Zusammengekaut. fand oder auch nicht, aber Ja. so haben wir uns da irgendwie rangetastet. Wie hast du das so, dass ja auch deine Stimme verändert? Wie hast du das so hingekriegt? Das war auch ein Prozess ich gefühlt 1000 Sprachnachrichten an David Schalko. Und irgendwann hat's Klick gemacht und wir fanden, ich glaube, wir haben es. Und ja. Aber alles über Monate. Also das waren jetzt nicht irgendwie ein Gespräch und dann waren wir so, okay, das ist es. Ja. Was ist noch so dein Herzensanliegen, was so die Zuschauer über Kafka wissen sollten oder irgendetwas noch so ein Funfact oder so vielleicht? Kann ich, muss ich und darf ich auch gar nicht sagen. Ich glaube, man darf die Serie gucken und wird noch mal sehr viel abbekommen und sehen und es macht noch mal was und man wird noch mal vor den Laptop oder Computer sich setzen und ein paar Sachen nachschauen. Und das ist mehr als genug. Ja. Für mich war irgendwie Kafka, also ich habe die Reihe sehr, sehr genossen. Es war sehr anschaulich, es war echt unterhaltsam auch. Das heißt, dass ich dachte ich so, boah, das wird jetzt so ein bisschen trocken und so sehr, sehr schwer. Und du hast im Ganzen so eine, also das, ich war so überrascht eben von dieser Kindlichkeit. Und ich glaube, das dient uns allen, uns Lesern, Kafka einfach mal. Es ist ja auch ein Mensch am Ende des Tages. Der hat ja auch einen Alltag. Absolut. Das fand ich so toll, jemand so wie Kafka, weil das verliert dann, es ist, ich finde es schon, man soll jemand schon ehren, aber nicht hypen, finde ich. Das bricht dann alles mal so ein bisschen drunter. Und der hatte dann auch so ganz normale Probleme mit Frauen oder solche Sachen, wo man denkt, okay, ja, oder auch seine menschlichen Abgründe. Und das macht das Ganze irgendwie dann so menschlich und irgendwie auch so nahbar. Und für mich war Kafka eigentlich so ein Schauspieler. Also das wäre doch voll der Schauspieler gewesen. Was sagst du so dazu? Ja, finde ich nicht verwerflich. Also, der hatte auch seine Freude. Es kamen die ersten Filme raus. Er war ein großer Fan von Vampirsachen. Also, alles, was irgendwie vampirmäßig, auf jeden Fall. Also, ich hätte ihn auf jeden Fall in dem einen oder anderen Stück gesehen. Oder auch in so einem Wes Anderson würde ich ihn auch sehen. Jetzt vielleicht doch noch mal wegen den Nüssen. Ja. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber Ist wie hat okay. die Ich Szene. habe wesentlich Schlimmeres bei Drehs schon machen müssen, aber es gab auch Schöneres. Ja, weil, also man hat schon beim Zugucken wurde ein, also, oh, weil das war ja auch echt, du warst da sehr engagiert. Also, wie habt ihr das Ja, gekriegt? es war also ich sage, es ist immer gut, wenn man nicht ist an solchen Szenen, weil es wird ein langer Tag. Aber wenn natürlich in der Szene steht, wir fangen an, wie Kafka eine Nuss kaut, dann weißt du, du wirst heute viele, viele Nüsse essen. Und wenn es dann den Punkt erreicht, wo Ziegenkäse schon das Flüssige der beiden vom Gefühl ist, also um die trockene Nuss ihr einen flüssigen Geschmack zu geben, dann weißt du, okay, Aber man mich ist würde drin. interessieren, konntest du das dann rauslassen oder musstest also? Ich muss ehrlich sagen, also es gab Momente, da habe ich sicher auch mal rausgespuckt, aber das war nicht die Mehrheit. Also es geht, es ist weniger schlimm, wie man denkt, weil durch Okay. das viele Kauen wird es, ja, man wird halt zum Wiederkauer. Also nicht, dass es wieder hochkommt, sondern es bildet sich sehr viel Spucke. Man kaut sehr, sehr lange an diesen Nüssen rum. Krass, Und man ey. merkt halt wirklich, also das war jetzt auch nicht irgendwas. Also Kafka hat, also das stimmt ja auch. Also wir wissen alle auch, unsere Eltern haben uns immer gesagt, schluck es nicht so schnell runter, kau länger oder im Hort oder wo auch immer. Aber es ist wirklich gesünder und man merkt das auch. Natürlich gibt es geschmacklich, kann man sich drüber streiten, aber ich habe leider die Ausstattung auch nicht gefragt. Ich hätte sagen müssen, wir hätten es zählen sollen, wie viele Packungen durchgehen, weil ich würde schon sagen, da sind echt ein paar durchgegangen. Vielleicht noch als letztes war, also für mich war das auch immer so ein bisschen auch eine kindliche Rebellion, das mit den Nüssen. Bestimmt, bestimmt. Es ist in dem Falle waren es
Die Nüsse und nicht die Zigaretten, aus welchem Grund ist das? Ja, das ist gut gesagt. Ja, auf jeden Fall, die Zeit ist leider schon um. Vielen Dank für das Sehr gerne. ja, tiefe und ja, sehr, sehr lustige Interview. Und ja, einfach nochmal herzlichen Dank für diese Mega-Performance, die wirklich Hey. sehr beeindruckend war, Joel. Vielen Dank, sehr gerne. Mega war von Stimme, Körper. Also es war einfach wieder so der Schauspieler in seiner Fülle, was er alles kann als Instrument. Und es war sehr beeindruckend. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.